Aber weiter. Nummer 3. Nummer 3 vom Album. Unsere zweite Single. Heißt genauso wie das Album. Titeltrack. 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 Ich finde nicht raus, aber weiter ist ein sehr ermutigender Song. Ja. Der lässt einen mit einem sehr, sehr zufriedenen Lächeln zurück. Fun Fact am Rande, das Schlagzeug wurde aufgenommen dazu und ich habe das dann eingespielt. Und im Endeffekt hat Tobi einen Takt davon genommen, den er am besten fand und den einfach über den gesamten Song kopiert. Ich finde, man kann den Status quo dieser Platte nicht besser beschreiben als durch diese vier zusammenhängenden Worte. Nicht raus, aber weiter. Man muss halt mal ein bisschen durchdenken, was das überhaupt bedeutet. Das ist, gefällt mir richtig gut. Das war Maltes Idee. Ich glaube, es geht darum, Ängste zu erkennen, die man selber hat. Diese Ängste dann quasi erstmal wahrzunehmen, dann sich mit denen auseinandersetzen zu wollen und dann später halt irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Ich glaube, man kriegt es nie hin, irgendwie all seine Ängste oder Probleme oder so komplett die zu überwinden oder sowas, aber wenigstens einen Umgang mit denen zu finden, zu sagen. Und darum geht es in der Platte und im Song auch vor allen Dingen. Ja, wir haben das halt auch im Vorfeld darauf basierend sehr krass durchdacht, wo wir hinwollen mit dem Album. Deswegen, nicht raus, aber weiter ist einfach wirklich sehr treffend. Und dazu noch ein sau cooler Song. Ja, genau. So, der so ein bisschen aus dem Raster fällt zu dem, was wir vielleicht bis dato gemacht haben. Wir hatten, glaube ich, so einen smoothen und entspannten Song, glaube ich, vorher noch nie geschrieben. Aber trotzdem ist der halt immer noch sehr, sehr heißpenzerig. Wenn man vielleicht gerade so ein bisschen denkt, boah, das ist alles gerade ein bisschen viel, dann hör diesen Song, alles wird gut. Oder ungefähr ab so Kilometer 6 beim Joggen. Ja, genau. Wenn man genau. So einen Tunnelblick kommt. Kenn ich, weiß ich nicht. Ist bestimmt die Knackpunkt, wo man aufhört und umdreht oder zusammenbricht, dann sollte der in der Playlist auftauchen. In der Vorproduktion hatten wir zwei Versionen von diesem Song. Einmal als Malte gesungen hat und einmal als Svenny gesungen hat. Und mussten uns dann halt entscheiden zwischen entweder Malte singt den, dafür ist der aber tiefer und etwas noch melancholischer quasi, oder singt Sven den und durch die höhere Stimmfarbe quasi wirkt er dann vielleicht auch noch ein bisschen freudiger. Ich wäre auch gespannt, wenn ich jetzt die alte Version nochmal hören würde. Ich glaube, dann wäre man total überrascht, warum das überhaupt mal zur Debatte stand. Also wir haben ein Video dazu gedreht mit Paul Ambrusch zusammen und er hatte eine Schauspielerin noch, wir hatten engagiert. Es war super kalt und sie ist mit Sportklamotten hinter einem Bulli hergelaufen die ganze Zeit. Das war wirklich krass und großen Respekt an sie. Also immer, wenn ich an dieses Video und den Song denke, habe ich das im Kopf, dass eine Schauspielerin dort einen Tag lang wirklich hart gefroren hat, aber das super toll gemacht hat. So. Die Tanja sah außerdem in diesem Video ähnlich aus wie diese Dame hier auf dem Cover. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, das könnt ihr in dem Video nachgucken. Ich habe